Ich kann euch nachher dann eh sagen, welche Club. Sag's jetzt, Camera, schnell raus. Schnellst du raus? Ich wäre so abgefuckt, Mann. Wir sitzen mit mehreren Menschen heute. Hier ist unser erster Gast, Mann. Neues Gesicht. Ist gut. Was geht? Ich bin Abi. Bisschen, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt unseren ersten Gast. Ich weiß nicht mal, welche Folge das ist, aber erster Gast heute. Siebte. Abi Light. Stell dich kurz vor, Abi. Was geht? Mein Name ist Abi. Ja. Yes. Was machst du beruflich? Bro, beruflich, ich bin Fotograf. Ganz kurz, Abi, nicht wie Bruder auf Türkisch, sondern mit H, A-B-H-I. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, wichtig. Ganz wichtig. Nicht anders sagen, weißt du? Ja, ey, Mann. Ja, gut. Fotograf? Wen hast du schon alles fotografiert so? Ah, warte, Achso, ja. Also ich bin eher so Street-Style-Fotograf. Nicht wie ihr das von TikTok kennt, diese typischen, bro, ich bin Fotograf, kann ich Foto von dir machen? Ah, so einer wie so. Aber mehr so in die Fashion-Richtung. Also, Fashion? Ja. Wer warst du der Größte bis jetzt? Der Größte? Also ich muss sagen, ich habe so viele Auftritte von Rappern fotografiert. Mhm. Der Größte bis jetzt war A$AP Ferg. A$AP Ferg? Ja, A$AP Ferg. Wo? Das war im VIP. Also ist ein Club in Wien. Solltet ihr eh kennen. Ja, aber ist sie nur wieder mal dort. A$AP Ferg so auf auftragmäßig oder? Oder vom Club her? Ja, vom Club her. Also eigentlich, ich habe noch gar nicht in diesem Club gearbeitet davor. Und ich habe mich mit der Managerin so zusammengesprochen. Und ich wollte halt einfach ein Portfolio aufbauen in diesem Konzertbereich. Und dann habe ich halt gesehen, A$AP Ferg ist da. Dann dachte ich mir, ja, wieso nicht, nehme ich mit. Dann habe ich mit denen ein bisschen geredet, habe mein Portfolio gezeigt und die so, ja, kannst du gerne machen. Warst du da der einzige Fotograf oder gab es da noch jemanden anderen? Es gab dann noch den Hausfotografen dort und zwei, drei Videografen. Okay. Aber ja. Und seitdem bist du dort die ganze Zeit? Ja, denen haben meine Fotos so gefallen. Ich wollte eigentlich auch schon als Clubfotograf davor arbeiten und ich dachte mir, VIP ist so der geilste Club, dies, das. Ja. Und dann habe ich schon Mastermind-Move gemacht. Ich dachte mir, wenn ich schon dort bin, ich tue die Gäste fotografieren und das schicke ich dem dann auch noch zusätzlich. Und das hat denen dann gefallen und seitdem arbeite ich auch im VIP. Okay. Aber jetzt so, weißt du, so. Jetzt VIP mal zur Seite. Ja. Wie sind die dort so als Auftraggeber, so als Chefs? Weil ich habe schon so viele Geschichten gehört, dass sie jetzt nicht so leibend sind. So. Na, also bis jetzt, ich kann sagen, sind wirklich chillig und zu mir waren die auch immer korrekt. Okay. Ja. Ja, also auch so, für jeden, der nicht weiß, Abi, Starfotograf Wien. Naja, ehrlich, wenn ich, also er ist schon ein bisschen, man kennt so seine Fotos, also er macht schon starke Pics, so auch clubmäßig. Man sieht ihn AVIP und so. Oder anderen Clubs halt. Also man kennt ihn schon, man kennt ihn. Bro, von diesen Dingen, du hast gesagt, du wolltest Clubfotograf werden, aber jetzt dann doch nicht so? Nein, jetzt bin ich eh immer. Was heißt du als Clubfotograf so in dem Sinn jetzt? Du arbeitest wirklich nur für den Club? Für den Club. Ich bin halt einfach am Abend da, fotografiere die Gäste, habe meinen Spaß und ja. Das musst heißt du die ganze Nacht bleiben? Nicht wirklich. Also manche Clubs haben da so Zeiten, die sagen, mir bleibt von 12 bis 2. Und bei anderen Clubs denke ich mir einfach, ja, ich bleibe eine Stunde da, bis ich meine Serie habe. Safe. Okay. Aber wenn Club nice ist, dann bleibt man halt. Dann bleibt man halt länger. Ja. Also wenn ich fertig bin, ich lege die Kamera zur Seite. Und was heißt Serie? Wie viele Fotos müssen das so sein? Das ist von Club zu Club unterschiedlich, aber meistens Mindestanforderungen sind so 80 Fotos. 80 Fotos? 80 aber gute. 80 gute. Und wie viel machst du so im Schnitt an einem Abend? Safe mehr als 80, oder? Falls eins so nicht passt. Ja, ich mache um die 500-600 Fotos. Na. Davon tue ich dann aussortieren, um die 150. Dann tue ich die mal bearbeiten. Dann tue ich wieder aussortieren. Dann komme ich auf die 110. Boah, das ist crazy. Aber das wo bearbeitest schnell, du? Oder? Bitte? Welches Programm bearbeitest du? Mit Adobe Lightroom. Oh, okay. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das. Ich kenne Capcut. Toni schaut schon so, Bruder. Ich bin unser Videograf. Ich bin ein YouTuber, ja. Nein, ich kenne nur Capcut. Er macht nur Capcut. Nur Handy. Er ist überfordert. Und, aber hast du auch mit diesen Leuten, so wenn du die Fotos, zum Beispiel dieser A$AP Ferg, hast du mit ihm geredet und so, oder? Das leider nicht, nein. Na, mit ihm nicht, aber zum Beispiel andere Rapper, die ich fotografiert habe, da hatte ich dann schon die Chance, mit denen zu reden. Zum Beispiel? Zum Beispiel letztens Jamule, der war in Krems, der hatte einen Auftrag. Mhm. Da habe ich mich mit dem Manager zusammengeschrieben und der hat gemeint, ja, alles cool, komm vorbei, mach ein paar Fotos. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, es war voll die fette Schlange, alle stellen sich an, die wollen aufs Konzert, dies, das. Und ich komme dann so her, ich war genau so angezogen, ich hatte meine Kamera in der Hand, ich gehe an allen vorbei einfach. Und die Security schauen schon so. Und die Leute haben auch schon Uhr geschaut.
Genau, und dafür macht man das doch. Ja, eh. Und dann die fragen mich so, was machst du hier, was bist du hier? Wer bist du? Und ich so, ich bin der Fotograf von Jamule. Die so, ah, okay, ich kläre das kurz ab. Die haben mich direkt in den Backstage-Bereich gebracht. Das ist schon crazy. Das ist richtig geil. Das ist schon crazy. Ja. Wie kommst du dann zu solchen Gigs? Schreibst du Jamule so DMs oder ist das so? Nein, mit dem Manager habe ich geschrieben. Diesmal, ja. Aber du kümmerst dich aktiv so darum, so, ja, ja, Jamule ist da, ich muss da sein. Genau, ich bin mein eigener Manager. Okay, das heißt, du schaust so, okay, wer hat jetzt in der Nähe so Auftritte? Mhm. Und dann schreibst du den Manager von dem Club an und schaust, was geht, oder wie? Genau, ja. Okay. Das ist nice. Und wenn du so Fotos Clubs machst, das interessiert mich. Sagen so diese Club-Leute, ja, schau, fotografiere Leute, die so ausschauen oder die sowas anhaben oder... Mhm. Ja, also zum Beispiel... Frauen. Ja, ich glaube, es kommt halt bei jedem Club gut an, wenn da auf der Startseite nur Frauen sind. Ja. Deswegen, ich schaue immer, dass ich mehr Frauen fotografiere. Ja, ja. Aber wenn es so Typen gibt, die cool ausschauen, gutes Outfit haben, dann fotografiere ich die auch. Okay. Aber das, was ich nicht mache, sind so Gruppenfotos, wo dann so 8 Kanaken lachen. Aber es kommt schon öfter vor, dass irgendwie Kanaken zu dir kommen und sagen, mach Foto. Ja. Was sagst du denn? Das Ding ist, das mache ich urschlau, Mann. Zum Beispiel, ich habe die Kamera und dann ist der Blitz oben montiert. Und wenn ich ein Foto mache, dann löst der Blitz aus. Aber es gibt einen Knopf auf dem Blitz, wenn ich drauf drücke, dann löst nur der Blitz aus. Was machst du, wenn sie fragen, wie es ausschaut? Ich sag so, nein. Ich muss gehen. Nein, ich zeig nicht her. Ihr sitzt dann auf der Seite. Oh shit. Das ist arg. Ich hab mich gerade fett exposed, Mann. Ab jetzt, wenn ihr seht, Abi fotografiert euch. Ihr wollt das Bild sehen, oder? Ihr wollt das Bild sehen. Ja, Mann. Shit, Alter. Machst du auch manchmal so von Leuten Fotos, die ein bisschen Maya sind? Weißt du, was ich meine? So ohne, dass sie wissen, so für deinen eigenen Spaß? Für mich? Nein, gar nicht. Aber wenn es so Leute sind, die cool ausschauen, da denke ich mir, ich mache ein Foto von denen und haue es in mein Portfolio dann. Okay. Ja. Für andere Leute, damit es... Genau, damit ich es dann anderen Clubs vorlegen kann oder sonst was. Okay, und mit was für Rappern konntest du bis jetzt schon so reden? Also wirklich so face-to-face-mäßig? Mit Maxwell, Yoshimitsu, Jamule. Ich habe auch gesehen, du hast Fotos von Reezy gemacht, bei ihm nicht, oder? Reezy habe ich nicht gemacht, nein, noch nicht. Aber Luciano, oder? Luciano habe ich gemacht, ja. Aber da konnte ich nicht mit ihm reden, weil der Club war voll. Leider. War das... Ich glaube, da war ich auch. Warst du da? Ich war da. Aber ich bin... Das war dort gegenüber vom Ink Design. Ja, ich weiß schon. California fahren oder wie? Ja, genau. Und wie sind diese Rapper so drauf? Sind die so also Jamule, muss ich sagen, ist richtig lustig drauf. Ist ein lustiger Typ. Okay. Nice. Und die Manager? Ich kann mir auch vorstellen, Jamule ist der Manager ist auch richtig korrekt von Jamule. Jamule, einer Show, ich kann mir eh vorstellen, ist Punkt zu, oder? Ja, Bro, alle Rapper normal, sind Punkt zu. Ich glaube, Rockstar. Ja, ich glaube, nüchtern schaffst du keinen Auftritt. Ist Maxwell echt auch so abgefuckt, wie er sich zeigt? Er war schon so ein bisschen abgefuckt. Er war schon ein bisschen abgefuckt drauf. Okay. Ja, bekifft und betrunken wahrscheinlich die ganze Zeit, oder? Dazu sage ich nichts. Ah, Mann, Alter. Krass. Wie sind die dazu gekommen, dass du sagst, okay, ich will Fotograf werden? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also damals Justin und so weiter kennt ihr bestimmt. Ja. Ich habe damals immer seine Fotos angeschaut und er hat immer urschöne Stories gepostet. Und ich habe damals einfach nur begonnen, diese schönen Stories nachzumachen. Und dann irgendwann habe ich begonnen, diese Fotos noch zu bearbeiten, in die Story zu packen. Und dann haben mir viele geschrieben, Bro, wie machst du diese Fotos? Das schaut krank aus. Ich habe schon viel Lob bekommen dafür. Und dann gab es einen Freund von mir, Resi. Und Grüße an Resi. Grüße an Resi. Er hat zu mir gesagt, Bro, ich nehme mir 3-4 Outfits mit, lass einfach in die Stadt Fotos machen. Und diese ganzen Fotos habe ich damals mit dem Handy noch gemacht. Und jeder hat diese Fotos urgefeiert. Dann gab es einen Typen in meiner Klasse, der hat seine alte Kamera verkauft. Der hatte mir damals für 150 Euro verkauft. Und ich war noch Schüler, ich hatte nicht so viel Geld. Damals war das urviel für mich. Und meine Mutter hat gemeint, na, kaufe ich die nicht. Dann irgendwie habe ich es geschafft, sie zu überreden. Dann habe ich diese Kamera gekauft. Und dann jeden Tag war ich einfach nur shooten. Egal, was ich gesehen habe, Blumen, Autos, ich habe alles fotografiert. Okay. Einfach nur, damit ich diese Übung drin habe. Und dann mit der Zeit haben mir viele Leute geschrieben, hey, lass mal Fotos gehen, lass mal Fotos machen gehen. Lass mal Fotos gehen. Lass mal Fotos gehen. Und kennt ihr David Längauer? Ja, ja. Das war damals schon so ein Idol von mir. Und ich habe gesehen... Wer ist das? Ja, ich kenne ihn nicht zum Beispiel, was macht er? Fotograf ist, halt. Nein, er ist kein Fotograf, er ist so Bodybuilder. Und damals habe ich den halt verfolgt und ich dachte mir, Herr, der zieht sich auch cool an. Ich schreibe dem einfach mal eine Nachricht. Dann ich sitze beim Friseur und mein Handy war so am Akku gerade. Mein Akku war so halt gerade am Aufladen und ich sitze gerade beim Friseur und ein Kollege von mir, Bro, David Längauer, hat dir geschrieben. Ich so, was redest du? Ich schaue so, also ja, Bro, am Wochenende habe ich Zeit, lass shooten gehen. Ja?
Ja, und das war dann so die erste große Person, die ich geshootet habe. Okay, wie, wie alt warst du da? Bro, das war letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja. Also das war so gefühlsmäßig so, war schon crazy, oder? Bro, es war Gefühlsachterbahn. Warst du nervös? Extrem. Ja, also bevor ich ihn getroffen habe, diese 5 Minuten, ich war fett nervös. Ja, das konnte ich gar nicht beschreiben. Scheiße, ich kann es mir eh vorstellen. Ja. Das ist krass. Du musst dir denken, das ist einfach so dein Idol gewesen. Und dann chillst du einfach privat mit dem. Wie lange hat es gedauert, bevor du mit ihm Fotos gemacht hast, diese ganze, dass du angefangen hast, Fotos zu machen? Bis halbes Jahr. Halbes also Jahr. Ich mache das gar nicht so lange. Aber wann hast du begonnen, Geld zu bekommen? So? Geld? Hast du für das schon Geld bekommen damals? Das war das erste Bezahlte. Erstmal? Okay. Ja. Das ist schon arg. So das war nämlich, dass du so erstmal mit einem fremden Typen, du triffst dich und du musst quasi performen, du weißt. Genau. Das ist schon crazy. Ja. Und dafür habe ich dann Geld bekommen, das waren 20 Euro damals. Nur? Er hat mich gefragt, Bro, was verlangst du? Und ich denke mir so, okay. Keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich dachte mir so, normale Leute verdienen 10, 15 Euro die Stunde. Ich sage einfach 20. Dann er so, ah, nur 20? Ja, passt. Er wollte 3.000 geben, Bruder. Er sagt 20. Er hat schon 1.000 Euro. Egal. Und ja, mit 20 Euro hat es begonnen. Ja, dann kamen immer mehr Aufträge, dann kam alles bezahlt, ist das. Okay, also was war das Alter, wo du so gesagt hast? Ich mache Fotos? Das Alter? Das war eh dieser Zeitpunkt da. Also vor 2 Jahren hat es begonnen. Okay, alles. Okay. Ja. Wie alt warst du? Da war ich 18, 19. Okay. Ja. Echt stark. Also war das eher so spontan, dass du sagst, okay, ich werde Fotograf? Das war komplett spontan. Das ist eine komplett andere Lebensplanung eigentlich so. Was Bro, du musst dir denken, ich war an einer HTL für Bautechnik. Ich habe da auch maturiert. Auf einmal, ich bin einfach Fotograf geworden. Welche? Im dritten Bezirk, Camillo Sitte. Ich auch. Was? Sei leise. Oh, einmal ich war so im Bautechnik-Bereich, Bruder. Wo warst du? Camillo Sitte halt. Aber Fachschule. Ach so, Fachschule. Also warst du auch dort? Nein. Warst du auch dort? Aber nein. Ja, ich war Höhere. Ich war Fachschule. Ah, wann warst du überhaupt dort? Hast du jetzt schon maturiert, oder? Ich bin schon fertig mit allem. Ich arbeite schon. Wann bist du fertig geworden? 2019. 2019. Ja, da war ich eh noch dort. Wie geht das, dass wir uns nie gesehen haben? Keine Ahnung. Aber Bro, ich muss ehrlich sein, ich habe damals anders ausgeschaut. Ne? Ich kann dir deine Fotos zeigen. Ja, aber Black Squad trägt. Mit diesen roten Schuhen und so weiter, Long T-Shirt. Flystepper oder was? Bro, Flystepper zum Glück nicht. Okay, was? Oh, aber kennt ihr noch Criminal Damage? Das war dein Ding, oder? Das war mein Ding. All Black, Criminal Damage. Und diese T-Shirts, diese Zipper an den Seiten. Ganz schlimm. Mit Seiten. Kann man noch Fotos einblenden? Ja, ja. Bro, ich schicke euch diese Fotos. Schick. Ganz schlimm. Solange Flystepper nicht dabei war. Ohne Spaß, Flystepper schlimmer. Flystepper war nicht auf Fly, Mann. Aber so interessant ist, das hat Donny vorhin gefragt. Ich habe dich unterbrochen vorhin, sorry. Ja, was hast du gefragt? Jetzt lebst du davon, oder? Jetzt lebe ich davon. Also es geht sich aus, dass du davon leben kannst. Ja, ich habe jetzt meine eigene kleine Firma aufgebaut. Das ist crazy. Ja. Kann ich arbeiten? Komm vorbei, aber auf schwarz. Ich brauche was Offizielles noch. Ich krieg Ja, jetzt habe ich meine kleine eigene Firma, mache meine Aufträge, dies, das. Das ist crazy. Ja. Wie viel kriegst du für im VIP? So eine Nacht? Okay. Aber man kann sehr gut davon leben. Okay. Ja? Ja. Ich arbeite ja nicht nur im Club. Ich habe ja auch verschiedene Aufträge. Was kostet deine Kamera, Mann? Die ist fix teuer. Meine Kamera? Also mein ganzes Equipment, was ich jetzt habe, kostet um die 10.000. Boah. Es geht eigentlich. Schick mal Adresse. 10.000 ist schon viel. Es ist schon viel. Oh, ja. Und ich glaube, unser ganzes Equipment hier kostet vielleicht 3,50 Euro. Ich schwöre alles. Alles geklaut. Sag das nicht. Teuer, es ist sehr teuer. Top Equipment. Ich erzähle es keinem weiter. Aber wenn du zum Beispiel, was soll ich jetzt sagen, Bruder? Wenn du diese Fotos machst für VIP und so, bearbeitest du die selber? Ja, sicher. Stark. Also für einen Fotografen gehört es immer dazu. Man macht das Foto und dann wird es noch bearbeitet. Er hat auch mal meine Schweißflecken entfernt, Bruder. Ja, ich schwöre jetzt auf Ernst. Das machst du nicht wehen, oder? Nein. Das habe ich nur wehen gemacht. Das ist mein Schatzi. Shit, Alter. Ja, aber eigentlich schon crazy, weil normal als Fotograf machst du, man geht ja studieren oder nicht als Fotograf? Gibt es da nicht so einen Studiengänge? Es gibt schon Studiengänge. Aber was ist ja studieren? Aber da lernst du halt die ganze Theorie dahinter. Nee. Zum Beispiel im Studio, wie du das Ganze Licht setzen musst. Weil normal Leute werden Fotograf machen so viermal auf, nachdem sie so studiert haben und so etwa extra gelernt haben. Das ist eigentlich crazy, Bruder. Das ist eigentlich Fotograf der Strada, Bruder. Ehrlich? Praxis ist ja viel, viel besser. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Theorie. Jeder braucht seinen eigenen Stil und so weiter. Genau, es ist viel besser, wenn du die Erfahrung hast, anstatt diese ganze Theorie. Safe. Das Ding ist so auch durchgezogen wahrscheinlich. Ey, du hast voll durchgezogen. Bro, jeden Tag. Das ist gezogen, oder?
Ja, die Kamera kommt nicht von irgendwo, weißt du? Zu diesen Lockdown-Zeiten zum Beispiel, man konnte nicht rausgehen. Ich habe zu Hause jede Kleinigkeit fotografiert, dann habe ich es bearbeitet. Einfach nur, damit ich diese ganzen Einstellungen checke. Tschüss, das ist cool. Na, ich habe eh mal kurz so versucht, boah, ich kenne mich nicht aus, Alter. Das ist arg mal, Alter. Ja, was hast du fotografiert oder was hast du versucht? Ja, boah, keine Ahnung, irgendwas. Alter. Irgendwas random. Leute, mich selber. Aber das war es nicht, Alter. Ich zeig dir, so geht das dann. Bro, es ist live-ig. Einfach du drückst und dann runterziehen. Ästhetik. Ästhetik, bist du. Das ist das dunkle Bildschirm. Achso. Ich schläge, das ist auch entdeckt. Ich dachte, ich bin der ärgste Fotograf. Ärgste, weil ich bin Fitnessstudio. Immer. Aber würdest du sagen, wenn du zum Beispiel ein Foto machst und es bearbeitest, ist es viel besser? Kann man da wirklich extrem viel rausholen? Schon, ja. Ich kann euch dann später auch so ein paar Vergleiche zeigen, falls ich welche am Handy habe. Okay. Aber manchmal, es macht schon einen fetten Unterschied. Zum Beispiel im Club, wenn ich so Leute fotografiere und die Person in der Mitte schaut krank aus, dann hast du im Hintergrund irgendwelche Kanaken, Bro, die schreien gerade. Wisst ihr, was ich mache? Ich übermale einfach die Person. Wie? Ja, du musst dir denken, der Hintergrund ist ja komplett schwarz. Es ist urdunkel im Club. Ah, okay. Dann mache ich einfach schwarz, dann fällt das gar nicht auf. Okay, du siehst so nur den Körper, der Kopf ist dann einfach. Das ist einfach Leute aus dem Club wegschneiden. Du musst denken, stell dir vor, du siehst ein Bild und du bist hinten dieser. Ey, weißt du, das ist auch Meier für dich, der Chef, wo du hast da einen zu viel gekippt, Alter. Und dann bist du hinten am Herumpaumeln, Alter. Apropos einen zu viel gekippt, Bruder. Apropos. Wildeste Geschichte. Club, wildeste Geschichte. Einfach was dir einfällt, auch spontan, Bruder. Wildeste hin oder her. Boah. Oder allgemein erlebt man eigentlich irgendwas so als Clubfotograf? Man erlebt das ist schon halt spannend dann, weißt du? Es ist schon spannend. Normaler Job. Ja, man wird halt von vielen Leuten angesprochen, dies, das. Mir fällt gar nicht an. Es ist sehr vieles passiert, aber eine lustige Story, die vor kurzem erst passiert ist. Kennt ihr DJ Jeezy? Ja. Jeezy. Ich hatte vor kurzem auch so blonde Haare und irgendein Typ aus dem VIP hat mich gefilmt, er hat es in die Story gepostet und Jeezy markiert. Jeezy hat einfach geantwortet, also Bro, das bin ich nicht. Und ja, was noch lustig ist, ich werde von Leuten halt oft im Club angesprochen, Bro, du schaust aus wie Reezy, Bro, du schaust aus wie Jeezy. Ja, aber ohne Spaß. Der hat schon so Bartmäßig. Ja, ich weiß. Ein bisschen weiter weg. Oder wie Bushido auch, oder? Oder ein bisschen wie Ronaldo, ey. Aber Rashford höre ich oft. Wenn ich keinen Bart hätte, dass ich auch schon wie Rashford. Okay, kannst du mal rasieren für die Kamera? Für die Kamera, sicher. Nur für dich. Genau. Aber kommen oft so Weiber, Frauen. Ja, ohne Spaß. Okay, mit Fotograf sein kommt Geld, aber kommen Weiber. Wer kommt? Frauen. Was hast du gesagt, Bro? Davon distanzieren wir uns. Ja, wir distanzieren uns. Genau. So redet man nicht. Lernst du auch Frauen kennen über deinen Beruf? Also das Ding ist, wenn ich arbeite, dann bin ich so sehr darin verankert und fokussiert. Ich konzentriere mich dann gar nicht auf Frauen. Das ist eigentlich wichtig, ja. Ja. Also Leute sagen das, aber viele ziehen das nicht durch. Aber bei mir wirklich, ich habe Fokus bei der Arbeit dann. Ja, wieso lachst du so? Gell, Bruder, wenn der viel das sieht, was sie bei mir viel das sieht. Aber diese eine Stunde danach ist. Aber wenn man dann die ein oder andere Hübsche sieht, ich schwöre, als Fotograf hast du es einfach viel leichter. Du gehst zu ihr, sagst, hey, kann ich ein paar Fotos von dir machen? Gib dein Insta, ich schicke dir die Fotos. Sag das auch immer. Das ist eigentlich wieder ganz stark. Das ist stark. Mach das nicht. Ich mach das nicht. Er macht das nicht. Das wäre eine Taktik. In der Theorie. In der Theorie, genau. Aber wisst ihr, was ich richtig traurig finde? Oft, wenn ich so Leute fotografieren will, beginnen wir mal mit Frauen. Ich gehe zu irgendwelchen Frauen hin, ich denke mir, hey, es würde cool ausschauen auf der Seite von Club. Ich frage so, hey, kann ich ein Foto von dir machen? Und die sagt dann einfach, hey, von mir bitte kein Foto, mein Mann weiß nicht, dass ich da bin. Ich würde extra Fotos machen. Das ist crazy. Das ist crazy. Oder die sagen, bitte kein Foto, ich habe Mann, ich habe Kinder zu Hause. Das ist dann ganz schlimm. Ich würde Foto machen, Startseite posten, Bruder. Ich denke mir das auch. Schwörst du. Ich denke mir so, Bro, wenn du so wenig Vertrauen hast in dieser Beziehung, dann lass es einfach. Aber es gibt auch viele Typen, die das machen. Bro, kein Foto, meine Freundin weiß nicht, dass Typen ich da bin. Typen machen sowas nicht. Typen machen sowas nicht. Typen sind schon... Korrekt, Typen am Anstieg. Ich glaube nicht, dass Typen sowas machen. Ja, da hast du dir was ausgedacht. Jungs lügen nicht, Mann. Jungs lügen nicht. We don't cheat, man. Aber hast du auch so Schlägereien gesehen im Club, Mann? Oder warst du zwischendrin fotografiert schon mal? Warst du zwischendrin zufällig so drin und die haben sich begonnen zu schlagen? Das ist vor kurzem sogar passiert, zu Silvester. Es gab so eine kurze Auseinandersetzung und zwei Freunde von mir stehen so davor, die so, hey Bro, mach Foto von mir. Die stehen dann so da und im Hintergrund ist dann so Schlägerei. Welche Uhrzeit? Boah, 3-4 Uhr. In der Früh. Ja, okay, dann. Da kickt schon. Da kickt schon. Ehrlich. Gut, dachte schon. Ich weiß nicht. Dann bist du eigentlich jedes Wochenende fort, oder?
Ich bin jedes Wochenende vor Ort. Aber ich bin nicht dort zum Feiern, sondern zum Arbeiten. Ja, aber dann hast du ja nicht dann noch Bock, ohne Arbeit fortzugehen, weil du bist ja eigentlich die ganze Zeit im Club. Das Ding ist, davor bin ich auch nie so wirklich fortgegangen. Mhm. Eher nur selten, wenn irgendwer Geburtstag hatte oder so. Wenn er mich gesehen hat. Genau. Wenn ich wusste, dass er da ist. Ja, aber ich sehe das auch nicht mehr so wirklich als fortgehen. So, wenn ich jetzt mal privat fortgehen würde, irgendwas würde mir fehlen, diese Kamera in der Hand. Ja, safe. Du würdest trotzdem Bilder machen, glaube ich. Mit Handy einfach. Safe sogar. 100%. Aber auch so allgemein, wenn du eine Kamera jetzt nicht mit hast, so machst du nicht viel Fotos so, wenn du so unterwegs bist? Mit dem Handy, ja. Wenn du siehst so, keine Ahnung, Ästhetik. Ja, direkt. Aber ich habe auch jedes Mal meine Kamera im Auto, falls irgendwas Cooles ist. Falls ich irgendwas Schönes sehe, was ich fotografieren kann. Du bist extrem so dedicated zu deinem Job. Du lebst diesen Job extrem. Ja, das ist einfach diese Leidenschaft. Kannst du dir vorstellen, das für immer zu machen? Schon, ja. Kannst du dir vorstellen, Musikvideos zu machen? Musikvideos habe ich schon mal gemacht für einen Kollegen. Kennt ihr Max? Grizzly Plus 43. Ja, für den das erste Video habe ich gemacht. Ich habe denen gesagt, Bro, ich mache gerne Videos, die so, egal, probieren wir einfach mal. Und ja, das Video ist eh cool geworden. Welches? Wer ist? Tracy. Tracy, muss mir anschauen. Wo hast du es geschnitten? Auf welchem Programm? Auf Premiere. Ah, ja. Okay. Aber ist schwieriger als Fotos? Es ist schon schwierig, ja. Vor allem, wenn du als kompletter Neuansteiger einfach so ein Video machst, du musst das ganze Konzept planen, da musst du schauen, wie du das richtig filmst, dann noch Color Grading und so weiter. Also es hat mich sehr viel Zeit gekostet. Schon so auf Regisseur-mäßig fast. Ja, schon. Hast du vor, so auch in Film so richtig weiterzugehen in diese Richtung? Film und sowas? Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr Videos zu machen. Ja. Weil ich merke, auch viele Kunden sprechen mich auf Videos an, nicht mehr so auf Fotos. Für Unternehmen und so. Oder? Weil Fotos, genau. Auch so für TikTok oder so. Genau, so Reels und so weiter. Aber das kannst du dann, machst du das dann auch mit der Kamera? Oder mit, ja, mit der Kamera. Einfach schief oder wie? Ja, genau, einfach so. Hochformat. Hochformat. Ja. Na, Unternehmen zahlen urviel. Ja, den musst du nicht, weil die anderen Influencer und so, die geilen immer, urviele. Aber ich habe nicht mit so vielen Influencern zusammengearbeitet, aber mit denen ich gearbeitet habe, die waren alle sehr korrekt. Na, jetzt no cap. No cap. Jetzt auf Ernst. Yeah. Die waren alle sehr korrekt. Ja, und was fotografierst du so? Hast du so eine Richtung, okay, keine Ahnung, ich fotografiere nur das, oder gehst du auch Hochzeiten fotografieren, wenn der Kunde jetzt eine Hochzeit haben will? Ja, ich mache wirklich irgendwie fast alles. Also ich mache Gastro, Hochzeiten, Events, Studio, Giants und so Fashion-Ding halt. Diese Street-Style-Fashion. Und was fotografierst du so am liebsten eigentlich? Street-Style-Fashion. Street-Style-Fashion? Ja, ist von der Strada. Am liebsten. Von der Strada einfach. Schreibst du, zum Beispiel aus Wien, hast du da schon fast jeden angeschrieben wegen Fotos, die so irgendwas Ding haben? Das Ding ist, ich schreibe niemanden an. Die Leute schreiben mich an. Nein, das ist wirklich so. Schon als ich begonnen habe, habe ich mir gesagt, ich will nicht mit jedem zusammenarbeiten. Ich will so exklusiv bleiben. Naja. Ich habe dann meine 3, 4, 5 Leute gehabt, mit denen habe ich immer geshootet. Und dann sind immer so mehr Leute dazugekommen, die ich cool fand, mit denen ich arbeiten wollte. Aber sonst, wenn mir jetzt irgendeiner schreibt, hey Bro, lass Fotos machen gehen. Ich sage immer, Bro, ich habe keine Zeit. Ja, oder Bro, ich will nicht zusammenarbeiten. Viel Arbeit gerade. Ja. Nächstes Mal. Das ist auch anstrengend, weißt, wenn du es nicht fühlst, ja, die Energie und so reinstecken. So genau, ja. Würdest du OnlyFans Frauen fotografieren? Wie kommst du jetzt darauf, Bruder? Was geht ab mit deinem Kopf, Switch, Bruder? Oder er denkt dann, tja, ja. Einfach so 360, Mann. 360, Bro, ich bin gläubig. Hört's auf. Ich bin gläubig. Das ist ja nur Arbeit. Was ist das für eine Religion? Na, Spaß. Was ist für eine Religion? Ich bin sick. Echt? Ja. Schaust mir aber nicht so gläubig aus, Alter. Das ist, was, oha, was soll das heißen? Na, Spaß, Alter. Was ist sick? Never judge a book by its cover, natürlich. Genau. Was ist sick? Indisch, gell? Sick. Das ist eine indische Religion, ja. Aus Indien. Beide Eltern? Bitte? Beide Eltern. Indien. Beide Eltern, ja. Allgemein jetzt ein bisschen wegfotografiert, so jetzt zu deiner Person so eigentlich. Du bist aus Indien, gell? Ich bin aus Indien, ja. Ich hätte es auch nicht gedacht, Mann. Ja. Keine Ahnung. Es schätzt keiner richtig, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube so jetzt No Lucho oder so, aber ich glaube, du bist der fresheste Indien, den ich je gesehen habe. Dankeschön. Dankeschön. Nave. Aber was hättet ihr geschätzt, wenn ihr mich jetzt nicht kennen würdet? Wenn ihr nicht wüsstet, dass ich Inder bin? Schwierig, wenn man schon weiß. Wenn man schon weiß, jetzt sehe ich den Inder in dir. Ich glaube, nichts Indisches, Mann. Also am meisten höre ich Araber. Ja, safe. Ja, okay, safe. Was ich auch schon mal gehört habe, war Serbe. Verstehe ich gar nicht. Schwede. Zigeuner vielleicht. Das habe ich auch letztens gehört. Schwede, Bro. Serbe habe ich auch letztens gehört. Bro, bei dir würde man schon denken. Schon Serbe, gell? Ja. Ich bei wen? Aber woher kommst du? Halb Sudan, halb Österreich. Für mich. Krank. Ja. Let's go, Bro. Ist Let's go schon aus wie Nafri, gell? Schon ein bisschen. Ja, ich hätte schon gedacht, dass du Nafri ist. Ich bekomme meistens Nafri-Sachen. Ja. Ich auch so Nafri. Was höre ich noch? Türkei habe ich auch schon mal gehört. Ägypter höre ich am öftesten. Ja, Ägypter auch. Was glaubst du, bin ich? Du, Bro, du heißt Konrad. Du bist Österreicher fix. Jeder, weißt du, was du bist? Ich glaube, bei ihm, Leute denken nicht vom Aussehen her, du bist
Na, vom Namen her denken sie, du bist Österreicher. Vom Namen her. Er schaut mir aber aus wie ein Jugo, muss ich ehrlich sagen. Aber welches Land? Ich dachte immer, er ist Kroat oder so. Bosna. Ich weiß nicht, dachte es Na, woher? Pole. Stimmt. Ich kenne viele Konrads, die aus Polen sind. Konrads? Ich kenne auch irgendwie. Konrad. Die Polen, die ich kenne, heißen Konrad irgendwie, Mann. Boah, ich hatte sogar einen in der Klasse, Mann. Gleiche Schule, ey. Aber das ist ja. Vielleicht war es doch irgendwie. Wow. Weißt du, wir haben das ja ausgeschaut, das war 3 Jahre. Er hatte kein Bart, Fred, deswegen. Ich ohne Bart, das war schlimm. Aber ich schwöre, Bart ist einfach Make-up für Männer, Mann. Ohne Spaß, wirklich, das ist wirklich so. Nein. Ich bin immer ungeschminkt. Ja. Stellt euch vor, Doni ohne Bart. Baby, Bruder. Ich habe eh noch ein Bild, oder ich weiß. Oh, HB. Ich weiß gar nicht, ob es Männer gibt, die ohne Bart besser ausschauen als mit. Ich finde, jeder schon mit Bart eigentlich besser aus. Jeder. Vor allem das Gesicht bekommt auch mehr vor ein bisschen. Was sagt ihr dazu, dass Frauen nicht mehr so auf Vollbärte stehen, sondern auf Ziegenbärte? Was ist eure Meinung dazu? Das ist nur ein dazu? Hype. Ja, nur ein Hype. Ich glaube, das ist auch so Hype-mäßig. Ich verstehe es nicht. Wenn du Bart hast, dann machst du dir kein Ziegenbart. So. Ja, das machst du nur, wenn du kein richtiger Bart wachsen kann, weißt du? Ich denke mir einfach so, Vollbart strahlt Männlichkeit aus. Ja. Frauen wollen dann, dass du das wegrasierst, dass du nur so den Ziegenbart Alpha. Hast. Genau so. Ziegenbart, oder? Keine Ahnung, für sollte man das wieder machen, oder? Ich glaube ehrlich, das wäre mehr so trendmäßig. Mhm. Ich hoffe es. Ja, wegen wen? Könntest du dich vorstellen mit Ziegenbart? Boah. Ich hatte es eine Zeit lang. Echt? Vor 3-4 Jahren. Aber, ja, weil du keinen richtigen hattest, oder? Ja. Aber ich hatte dann auch keine Jawline. Das hat komisch ausgeschaut. Viel gesehen. OnlyFans, was hast du? Ah, jetzt haben wir darüber geredet. Wie kommst du auf OnlyFans, also? Mann? Ohne Spaß, wie kommst du auf OnlyFans, Bro? Ich weiß, ich bin so in den Kopf gefallen, oder? Er denkt nur an Frauen. Ja. Nein. Ist eine Lüge, also. Ich weiß es, Konrad, er kennt dich erst seit einer halben Stunde, wo lässt bald sofort auf. Frauen sind schon eine wichtige Sache im Leben. Ja. Nein, aber stellt euch vor, eure Freundin oder eure Frau würde damit 100.000 im Monat verdienen. Würdet ihr das supporten? Nein. Wir hatten dieses Gespräch, Bruder, das kommt drauf an. Weißt du, wie viel sieht man? Okay, wenn man das Gesicht nicht sieht. Was macht sie? Wenn man Gesicht nicht sieht, nur sofort. Bist du dabei, verdienst du Geld davon, weißt du? Schau, ich denke mir immer so, okay, Geld eh schön und gut, aber du musst dir denken, man, das muss irgendwann Mutter von deinen Kindern sein, weißt du, was ich meine, Bruder? Mhm. So nackt Bilder im Internet, ich weiß nicht, Mann. Ja, aber stell dir vor, man würde den Kopf nicht sehen. So, man sieht nur den Körper. Würdest du das unterstützen? Ehre. So, wo... Auf einer Seite so, weißt du, wenn so ihr Traum ist, weißt du, die Batzen und ihr Traum, Alter. Nein, aber ich glaube, mein Gesicht, ich weiß nicht, Mann. Orga-Traum, ich werde jetzt einfach meine Nacktbilder verkaufen. Orga-Traum. Ja, aber stell dir vor, wenn du davon träumst, Schatzi, dann mach das. Mach. Aber stell dir vor, sie outet sich irgendwann, sie so, ja, das bin ich so. Okay, sie zeigt Gesicht nicht und dann sagt sie, das bin ich. Das könntest du mit dir noch was haben. Wissen die Leute. Wir holen Scheidungspapier. Es spricht sich rum, die Leute wissen das. Das ist es ja. Das ist... Geld ist, Erde ist, kann man nicht mit Geld tauschen. So aber ich habe auch gehört, man kann so OnlyFans für bestimmte Länder deaktivieren. Ja. Ich habe gehört, manche Frauen in Österreich, die haben das deaktiviert für Schweiz, Deutschland und Österreich. Ja, die machen das gesehen? Nur in Amerika dann. Bitte? Hast du das Interview gesehen? Welches? Es auf TikTok gab es eins. Das da, die ist aber nicht so schlau von dir gewesen, Alter. Da gehst das hätte man nicht VPN, sagen müssen. VPN ja. Und dann bist du schon woanders, Alter. Eben. Und außerdem, sie hat das extra gesagt. Seien wir ehrlich, Alter. Ja, oder Reddit. Ja, einer kennt sich aus. Ja, aber ist sie so groß, dass man von ihr auf Reddit sieht? Das ist halt die Frage. Wie heißt sie? Ich weiß nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß nicht. Aber würdest du so OnlyFans-Fotos machen? Wer? Von ihm selber? Oder unterstützt du das so gar nicht? Wie genau? Was meinst du? Ja, wenn jetzt ein OnlyFans-Model schreibt, der Ding, ich brauche einen Fotografen für meine Nacktbilder. Puh. Oh ja. Da war er wieder nervös, glaub, wie beim ersten Mal. Alter. Ich glaube, das kommt auf die Gage an. Ja, wenn die Summe passt, sicher. Ja. Ich glaube, es kommt auf die Gage an. Also würdest du das nicht für jeden Preis machen? Mhm. Wenn da jetzt irgendeiner herkommt und sagt, hey, ich gebe dir 20 Euro, mach bitte vernackt Fotos von mir. Wenn sie sagt, 20 Euro mit Happy End, was machst du? Direkt. Plus gemacht, ja, Bro. Aber ich denke mir, viele Typen würden sich jetzt gerade denken, Herr, ist der schwul? Wieso sagt er nein? Ja, aber nein, ich finde, das ist schon, man, so... Man muss auch eine gewisse Seriosität bauen. Hattest du schon so abgefuckte Fotoshoots, so irgendwas, wo du dachtest, okay, das ist schon crazy? Oder bist jetzt alles so normal? Das Einzige, was mir nicht so Spaß gemacht hat, das war einmal für einen Club. Ich will jetzt nicht sagen, welcher Club, aber die Leute haben mir gar nicht getaugt, Musik war nicht meins, gar nichts hat mir gepasst. Gar nichts. So ist der Club in der Nähe von VIP? Na. Genau. Ich kann euch nachher dann sagen, welcher Club. Sag's jetzt, ich schneide raus. Schnellest du raus? Ich schneide raus.
Ich war so abgefuckt, Mann. Echt? abgefuckt. Schlimmster Club einfach. Musik, Krone Hits 2019 aber. Ja, und die Leute, Bro. Ja, ist echt, ja, und die Schule, ja. Bruder. Das ist schlimm. Sehr das ist einfach eine neue habe ich auch mal fotografiert. Das wird eh nicht reingeschnitten. habe ich auch fotografiert. Das sind auch nur 16-Jährige, ja, und es macht keinen Spaß. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich mir einfach vorgenommen, ich mache keine 16-Plus-Events mehr. Mache VIP und so. 16, Bruder. Sie lassen mit allem rein, außer mit Cargohose, Bruder. Ja, das ist es. Dieser Wichser, da kommt irgendeiner mit Jogginghose oder mit Jeans aufgekrempelt und so ein Scheiß. Und da sieht dich mit Cargohose, sorry, Bro. Stella. Ja, das schaffen wir es nicht. Das. Aber das Schlimmste ist, ich glaube, das kannst du eh drin lassen. Einmal habe ich für einen 16-Club-Fotos gemacht, 16-Plus-Club-Fotos gemacht. Und da war ein Mädel, sie hat gesagt, hey, mach ein Foto von mir. Und sie hat sich ganz normal hingestellt, ich mache ein Foto von ihr. Auf einmal, sie dreht sich um, twerkt in die Kamera. Bro, sie ist 16. Das ist crazy. Was ist gemacht, Bruder? Was ist gemacht? Bro, ich habe Kamera weg. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen, Mann. Und das wird plötzlich. Nein. Schlimm, Alter. Er hat umgestellt von Foto und Video. Privat, du stehst so mit Kampf, vor allem dreht sich um und denkst so, fuck. Ja, was willst du machen in dem Moment? Oh, cringe, Mann. Traumfrau. Aber kriegst du auch Ding? Getränke so vom Club und so weiter? Ja, man kriegt da so Getränkekarten. Flasche so, auch? Gutscheine. Flasche? Nein, ich trinke ja nicht. Du kannst geben. Geh mal weiter hier, was soll ich? Denk doch nur an dich selber hier. Na, aber Flasche glaube ich nicht, na. Aber DJ und so kriegen glaube ich, eine Flasche. Ja. Warst du da, wo Apache da war? Apache, wo, ja, im VIP? Ja. Da hatte ich einen Auftrag in London, Bro. London? Was? Arbeitsmäßig in London. Arbeitsmäßig in London. Also du tust nicht nur österreichweit? Ja, ich hatte jetzt schon ein paar Aufträge im Ausland. So. Was hast du in London gemacht? Wie läuft das so ab? Zahlen die Flug und sowas? Oder? Ja, ja, das wird mir alles gezahlt. Boah, das ist crazy. Das ist crazy. Ich bin ein Assistent, Bruder. Ich brauche jemanden, der mein Licht hält. Ich kann was anderes. Das ist Homo. Wen hast du in London fotografiert? In London, das war so eine Sprachreiseschule. Also da waren so Kinder in Wien und das war während Sommer einfach. Hm. Und die waren für zwei Wochen. Das ist Geld, Bruder. Ja, ja. Er denkt nur ans Geld. Ja. Wieso, Bruder? Da waren einfach Kinder. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele das waren. Es waren um die 180 Kinder. Und die waren für zwei Wochen in so einem Sommercamp in London. Und da haben die immer so verschiedene Aktivitäten gemacht. Und die haben halt so Fotos gebraucht für die Eltern, für die Homepage dann, damit die Eltern immer sehen, was die Kinder so machen am also Tag. Privatschule. Warst du zwei Wochen dort? Privatschule. Und du, hast du zwei Wochen mit denen gechillt? Ja. Alleine? Alles gratis? Es war noch ein Videograf da. Okay. Aber ja, also du hast keine Begleitung mitnehmen oder so? Nein, das nicht. Die haben nicht gesagt, ja, wenn du willst, mein Freund mit so. Nein, aber es war eh chillig. Man hat sich mit den ganzen Lehrern verstanden. Ich schau, du weißt das erste Mal, wie es so Backstage ist hinter den Lehrern. Wie die alle so ticken. Haben die Deutsch geredet? Die sind crazy eigentlich, oder? Ihr werdet das nicht packen. Wir waren irgendwo auf einem Ausflug und dann bei der Zurückfahrt ins Hotel, da sind wir dann alle im Zug gesessen. Die Kinder waren in irgendeinem Abteil und Lehrer waren so ganz vorne. Und ich und dieser Videograf, wir sitzen irgendwo in der Mitte, wir haben so ein bisschen bearbeitet, ist das. Auf einmal irgendeine Lehrerin kommt zu uns. Ja, das ist normalerweise die Zeit, wo wir alle ein Bier trinken, wollte nicht nach vorne kommen. Stimmt, wohl hörst. Es geht so auf. Es ist Nachmittag, die trinken jetzt schon ein Bier. So und versteckt von den Kindern. Videograf, von wo kommt der? War der auch aus Österreich, oder? Der war auch aus Österreich. Also ja, dann war eh chillig. Ja, ist ein guter Freund von mir. Ach so, ja, dann ist da mal Enes. Enes. Ja. Aber ich glaube, Lehrer sind eh abgefuckt, oder? Ja. Die sind ja wie normale Erwachsene, nur dass sie halt sich um Kinder kümmern. Ja, du musst dir denken, diese Kinder mussten immer schlafen gegen 9 oder 10 Uhr. Und dann, danach war immer so Besäufnis bei den Lehrern. Ja? Ja. Sind auch so Dinge passiert, die nicht haben so jugendlich waren? Ja. Die haben halt getrunken. Aber so chillige kleine Runde. Achso, okay. Auf entspannt. Das ist oft komplett crazy. Nein, es war nur auf entspannt, so kleine Runde. Wie alt waren die Kinder? Die Kinder? 12. Ich glaube, ja, sowas. 12 okay, bis 16. Was ist, ich bin der Videograf. Also, er ordnet dich. Ich bin's. Auf CapCut hat er geschnitten. Auf Handy, Bro. Ich hab sie gedribbelt einfach. Ganz einfach. Und was fühlst du eigentlich mehr? So Inlandaufträge oder Auslandsaufträge? Was ich mehr kriege derzeit? Ja. Und was du mehr fühlst allgemein noch? Auslandsaufträge, viel mehr. Safe, andere Umgebung, alles. Weil ich liebe es einfach zu reisen. Ja. Dann du wirst noch bezahlt dafür. Dann du wirst bezahlt für deine Leidenschaft. Du machst Fotos. Und du machst noch nebenbei ein bisschen Urlaub. Genau. Das ist eigentlich das schönste Leben, ja. Sehr verrückt, oder?
2 Wochen London gratis, wurde schon crazy. Bro, London, ich schwöre, es ist die geilste Stadt, die es gibt. Ehrlich? Warte schon mal in London? Ja, aber ich habe gehört, was so Fashion und so weiter angeht, sind sie ein paar Schritte weiter voraus als Österreich. Erstens das und die Leute sind einfach anders eingestellt. Mhm. Weil dort ist jeder krass angezogen. In Wien, wenn du krass angezogen bist, die Leute schauen dich an und Alien, sagen so, das ist krass. In London, ich schwöre, wenn du ein krasses Outfit hast, keiner schaut dich an. Weil es ist einfach jeder dort so angezogen. Da sind auch viel mehr Leute, oder? Ja. Viel größere Stadt. Ja. Aber was sagst du allgemein zu Wiener Mentalität? Ja, jeden das seine. Man, wie man unter Teufel, man, ich schaue. Ja. Es ist halt diese Neid, Hass, Missgunst. Das ist schon krass in Wien, oder? Das, ja. Darüber reden wir oft, ja. Oder ist es, glaubst du, nur, weil wir in Wien leben? Ist es so? Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Weil wir, weil es unsere Stadt ist und wir die, die ganze Zeit da sind. Wir kennen die ganzen Leute und ich glaube, das spielt auch. Was ist bei dir eigentlich so, dieser Weg zum Hochkommen? Hast du da gleich Support bekommen oder? Also wie ich begonnen habe in meiner Page auf Instagram, viele Freunde von mir haben das repostet, dies, das. Aber jetzt mit der Zeit sehe ich, viele Freunde tun das nicht mehr. Ich schreibe dann meistens, wenn ich so Rapper fotografiere, liked bitte alle dieses Foto oder kommentiert, damit das ein bisschen den Beitrag pusht. Und viele gute Freunde von damals tun das einfach nicht mehr. Aber ich finde mich damit ab. Ja, aber ab einem gewissen Ding ist dann... Ja, passiert halt. Das ist am Anfang sehr am wichtigsten eigentlich. Ja, ja. Am Anfang ist das Wichtigste und dann später. Ja, ja. Die dann glauben dann so, es läuft schon von selber, weißt du? Ja, du bist halt am Anfang auf deine Freunde und Familie angewiesen, aber... Ja, das ist überall so, ja. Ja, ja. So. Bei dir war es ja auch so, oder nicht? Ja, genau so. Alle haben es davon. Anfang ist am schwersten, danach geht's eh. Mhm. Jetzt dann irgendwann ist es egal, wer postet, wenn nicht. Juckt ja, eh. Das juckt einfach nicht mehr. Weil es sind eh genug Fremde da, die es anschauen. Genau. Fremde sind eh größere Fans. Ist so. Fremde geben viel mehr Liebe. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich so bei mir schaue in diesen Statistiken, ich habe viel mehr Supporter aus Deutschland als aus Österreich. Ich auch seit ein paar Monaten. Das ist richtig krass. Viel aus Deutschland. Ja, Deutschland ist besser. Lass nach Deutschland ziehen, nach Berlin, dann werden uns die ganzen Österreicher wieder supporten. Das machst du dann. Ja, so, genau so. Dann wird es so sein. Dann denken sich alle, oh, ist geschafft, er ist jetzt Berliner wie Step. Ja, jetzt dann auf einmal alle folgen, alle supporten. Auf einmal alle. Das ist immer so. Immer noch Zeit, wo wir chillen. Ja. Wie war es für dich so, wo das erste Mal, wo jemand zu dir gekommen ist, so in der Öffentlichkeit und so gesagt hat, boah, ich feiere deine Sachen und so weiter? Ich schwöre. Das ist crazy, oder? Nein, das war das beste Gefühl. Mann. Ich schwöre, das ist ich schwöre, ich habe mein Leben nicht gepackt. Das war in Calais, kennt ihr diesen Club? Ja. Ich habe dort für DJ Sam habe ich einen Auftrag gehabt. Ich habe dort einfach Fotos gemacht und dann irgendwer tippt mich so von hinten an. Ich drehe mich so mehr so, Bro, du bist doch Abi-Light, oder? Ich denke mir so, was? Krank? Oh, er hat mich aber erkannt. Ich so, ja, Bro, woher kennst du mich, dies, das? Er so, ja, ich kenne dich von David Langauer, ich feiere deinen Content, du. Und seitdem, das ist uroft schon passiert. Ich freue mich jedes Mal, wenn das passiert. Cringe? Das ist urgeil. War es cringe, aber? Ja, es war gar nicht cringe, muss ich ehrlich sagen. Und ich mag das nicht so. Ja, mag das nicht. Ja, du musst dir denken, er tippt mich so von hinten an. Ich denke mir so, hä, welcher Kanake? Was will er jetzt? Ich drehe mich um. Also, Bro, du bist Abi-Light. Und ja, also... Ja, das war schon schön. Und mittlerweile kommt öfter vor, oder? Kommt schon öfter vor, ja. Stell dir vor, du bist so Superstar, was eine Frage. Ihr müsst euch denken, ich habe nur 700 Abonnenten. Aber wenn das jetzt schon passiert, schon aber cool. Es schauen sich so, glaube ich, so tausendmal mehrere Menschen das an. Aber die folgen halt nicht so. Ja, ist eh so. Deswegen. Ja, aber so ein Unterschied, so, keine Ahnung, was du bist, so als Meme-Page, wirst du natürlich so mehr Abonnenten haben als ein Fotograf, so weißt du, was ich meine? Ich habe, du musst überlegen, ich habe 20.000 Follower, aber ich habe 1,8 Millionen Leute, Konten, die auf deinem Account waren. Ist uns überlegt, boah, in den letzten Monaten. Das ist richtig geil. Stell dir mal diese 1,8 Millionen Leute so auf einem Fleck vor. Ehrlich, Mann. Und alle schauen mich einfach an. Ja. Alle sind wegen dir da. Das ist wirklich crazy eigentlich. Schon krass. Das ist verrückt, Alter. So ist das Leben. So viele Leute gehen auf deinen Account und gehen einfach wieder weg. So. Also denen ist so wurscht. Das ich denke mir so, ein Follow, es tut ja nichts weh. Ja, ich verstehe nicht, wieso das so... viel, aber den anderen Leuten, die denken sich so... Ja, die denken, glaube ich, auch nicht daran, oder? Ja, na, die einfach drauf, finde lustig oder gut. Wo viele schauen auf deren Followerzahl, wie viele sie folgen, Bro, das packe ich gar nicht. Das ist, das ist juckt das. Dass sie so einen Follower verschwenden, so auf den so auf krank. Ich hatte das letztens, ich will keinen Namen nennen, habe seinem Freund gesagt, er wird ich habe meinem Freund gesagt, ich so, weißt du, Bro, folgt Podcast, weißt du, wir haben noch wenig Abonnenten, dies, das. Also, ja, Bro, folgt dir zurück, weißt du. Ja, das sind die Ärgsten. Bro, das war's. Vier Leute und noch einer. Ich werde eh nicht verstehen. Privater Account, ich folge so 100 mehr Menschen, so juckt nicht. Aber oder? Was bringt dir diese eine Follow mehr dann? Das denke ich mir nicht. Nix. Oder zum Beispiel im Club, Leute fragen mich, hey, wo kann ich die Fotos finden? Ich sehe auf der VIP-Seite oder du schreibst mir privat. Das mache ich nur bei coolen Leuten. Nee. So, ich mache nicht bei jedem zweiten, weil es Urabfuck, wenn mir 40 Leute schreiben, schick mir mein Foto. Und dann sie so, ja, folgst mir zurück. Urabfuck.
Ja, ja. Er macht von mir immer Bilder. Jedes Mal, wenn er im VIP ist, Bro, mach Foto von mir. Er kommt immer von Seite, wo er mich so mit schiefe Gesicht bringt. Jedes Mal. Stephen Hawking. Scheiße. Ich bin in die Ecke geklickt. Oh Mann, Alter. Gehst du heute auch wieder? Heute, was haben wir heute? So, Mittwoch. Mittwoch, na, heute nicht. Machst du Mittwochs nicht, oder was? Ab und zu, wenn ich Bock habe. So. Aber Freitag, Samstag fix, oder wie? Ja. Da musst du hingehen. Müssen nicht, aber ach so, ja. Also es gibt halt so zwei Fotografen im VIP und wir können uns immer aussuchen, wer wann geht. Ach so, okay. Und ich habe gesagt, Freitag, Samstag mache ich halt. Ja, sehr besser. Hast du eigentlich so als Fotograf so viel Zeit oder bist du schon so die ganze Zeit unter Stress? Ich muss sagen, seitdem ich selbstständig bin mit der eigenen Firma, ich habe sehr viel Stress. So, du musst dir immer Gedanken machen, okay, wegen Steuern, dies, das, dann Content, Kunden. Man hat aber viel Freizeit. So, du kannst dir die Zeit gut einteilen. Denkst aber die ganze Zeit daran. Und da bist du in der Nacht, oder? Es ist halt im Hinterkopf, du hast diesen Stress. Ja. Die ganze Zeit daran denken und so weiter. Machst du nur noch das? Ich mach nur noch das, ja. Ist doch geil, oder? Ja, ist richtig geil. Sehr nice. Seit wann machst du nur noch das? Meine eigene Firma habe ich seit einem halben Jahr knapp. Crazy, man. Ja. Dankeschön. Und was, wovon profitierst du jetzt am meisten, sagen wir, so ohne Zoom zu nennen, aber so von normalen Aufträgen, von so Clubaufträgen, Auslandsaufträgen, was, wenn du das siehst, denkst du mir, okay, ist der nice. Mhm. Am meisten profitiere ich von Hochzeiten und von so Modemarken. Okay. Das sind die zwei größten, würde ich sagen. Zwei am meisten. Ja. Safe, ja. Yeah. Weil es auch so am meisten Aufwand. Ja. Sicher, Hochzeit den ganzen Tag, oder? Eh. Von Anfang bis Ende. Genau. Kannst du so sagen, wie viel ungefähr für eine Hochzeit? Es ist immer unterschiedlich. So, ich habe jetzt viele indische Hochzeiten gemacht. Und indische Hochzeiten gehen halt meistens 3-4 Tage. Oh, ja. Das ist crazy. Anstrengend. Was? Das ist so lange? Fetten Family Plug, Bruder. Indische ja, Mann. Hochzeiten. Ich habe letztens eine indische Hochzeit gesehen von diesem Spieler. Ja, da war ich tatsächlich. Da warst du Fotograf? Ja. Warst du auch da? Nein, aber ich Freunde da. Von mir sind gut mit dem. Ja, aber da war ich zum Beispiel. Aber 3-4 Tage, was macht man 3-4 Tage? Denn? Bro, es gibt verschiedene Rituale. Ah, okay. Ja. Okay, okay. Die werden an verschiedenen Tagen abgehalten. Aber bei euch, Sing, ist es so... Sick. Sick. Wart ihr die keine Kühe essen oder sind das die anderen? Bro. Weil es gibt ja zwei Religionen. Warte. Nein, nein, schau, schau. Say no to racism. Sag nochmal racism. Racism. Da war nicht was. Ist ja so, nein, nein. In Indien gibt es ja zwei so Hauptreligionen, oder? Es gibt auch Hinduismus. Es gibt, noch. Ja, schau, es gibt Hinduismus, Sikhismus und dann gibt es noch Moslems. Aber es gibt auch noch viele verschiedene Religionen. Aber das sind so die Größten so. Genau, das sind die Größten. Aber es ist halt in ganz Indien so, dass Kühe heilige Tiere sind. Also in ganz Indien, genau, in ganz unabhängig Indien. Von der Religion. Ist keiner Dings da. Es gibt halt Kühe. Kühe werden, glaube ich, in ganz Indien nicht gegessen. Ja. Aber leben die dort so? Gibt es Kühe? Sicher gibt es Kühe, Bruder. Was ja. ist für eine Frage? Ja. Sicher gibt es Kühe. Ja. Aber die sind doch so wie essen. Pferde, oder? Was macht sie mit denen so? Ja, reit jetzt gut. Ja, aber was denn? So ja, vom Milch, Status her. Die leben einfach. Die leben einfach, Bruder. Milch. Aber die sind so bei ja, euch. Genau. Für Milch und so weiter werden sie gegessen. Die sind bei euch so hoch, aber... Nein, die sind ganz normal, Bro. Die sind nur heilig. Ja. Die sind halt nur heilig. Wer hat mir das denn gesagt? Bei Hindus, gell? Genau. Nein, es ist in ganz Indien. In Indien. Bruder, ja. Bist du da? Ja, weil wir essen die auch nicht. Das heißt ja nicht, dass sie für sie auch heilig sind, so was ich meine. Ja, ja. Du kannst sie einfach auch nicht... Weil zum Beispiel Sikhs sind ja allgemein vegan, oder? Nein, nein, vegetarisch. Nein, nein, nein. Es keine Ahnung. Also bei Sikhs ist es so, es gibt viele, die vegetarisch leben. Und dann gibt es viele, die essen auch Fleisch. Und was bist du? Warum leben die zum Beispiel vegetarisch? Das ist dann einfach... So ein Teil der Religion, oder... Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber bei den meisten kommt es auch auf die Familie an. Wie die Familie davor gelebt hat. Aber... Kein Fleisch. Kein Fleisch, ja. Ich habe auch noch nie Fleisch gegessen, Bro. Und du bist vegetarisch, gell? Ich bin Vegetarier. Noch nie? Noch nie. Seit klein auf bist du so. Seit klein auf. Deine Familie auch alle? Ja, alle. Obwohl mein Vater, bevor er geheiratet hat, hat er noch Fleisch gegessen. Und er hat auch getrunken. Und seitdem die verheiratet sind, hat er alles mit allem aufgehört. Crazy. Ja. Kein Fleisch, oder? Kein Fleisch, sowas leben. Aber das Ding ist, er kann es auch gar nicht vermissen, weil er das noch nie gesetzt hat. Weil viele fragen mich immer, Bro. Wie schaffst du das ohne Fleisch? Und dann sage ich immer, hast du schon mal Schweinefleisch gegessen? Und die sagen immer nein. Was ich so, ja, Ferkel genau, geben? Dann fehlt dir das ja auch nicht. Ja, okay, hast recht. Aber ja. Siehst du nicht mal, kann so ein Döner oder so, denkst du mal, schaut lecker aus, so riecht lecker auch ein bisschen. Ja, man denkt sich halt, es ist halt interessant zu wissen, wie es schmecken würde, aber ich würde es jetzt nicht gerne probieren. Was isst du dann? Es geht eh vegetarisch. Was isst du dann, wenn du so isst? Alles andere außer Fleisch halt. Aber heutzutage muss man sagen, es gibt viele Alternativen. Tofu. Aber teuer sind meistens vegetarisch. Es ist meistens teuer, aber zum Beispiel, aber wenn, Freunde von, wenn Freunde von mir sagen, hey, geh mal Döner essen, dann gehe ich mit und bestelle mir halt ein Falafel-Sandwich. Ja. Falafel schmeckt halt auch krank. Falafel ist krank. Bei Ugis.
Ugis macht die besten Fluffel-Raps. Ja, immer Werbung. Na, Ugis, isst mal. Nimm uns mit, Ugis. Nächstes Mal. Ugis, willkommen. Ugis. Mit Kamera. Der Falafel. Mit Kamera. Ehrlich. Machen wir einen Podcast dort. Ehrlich, dort beim Essen. Pff, dieser Falafel geht aus. Keine Ahnung. Alles, was du gegessen hast, war schlecht, das ist gut. Okay, ich vertraue dir. Ugis. Aber Alkohol auch noch nie getrunken? Noch nie. Noch nie probiert. Drogen. Bro, dein Körper ist ja clean und da kein Fleisch, gar nichts. Noch nie getrunken, noch nie Fleisch gegessen, noch nie geraucht, noch nie gekifft. Aber das alles so aus eigener Überzeugung jetzt? Eigene Überzeugung, nichts, ja. Religiöses. Nichts Religiöses. Hast du sowas mit den Sikh so am Hut, sagen wir mal? Oder ist es für dich so, du bist halt Sikh am Hut? Ja. Er tut zwar als ärgste Sekte, Bruder. Was? Was? Du bist Moslem, gell? Du bist Moslem. Ob du mit denen was am Hut hast, hab ich gesagt. So, weißt du, so mäßig, hast du einen Hut halt? Interessierst du dich dafür oder praktizierst du oder so irgendwas? Was meine ich so? Ja, ich interessiere mich schon dafür, also sehr sogar. Aber dieses ganze Nicht-Trinken und so weiter ist eher aus eigener Überzeugung. Das heißt, wenn ich jetzt auch nicht Sikh wäre, würde ich trotzdem nicht trinken oder nicht rauchen. Das klingt ur-Sikh einfach. Na! Bruder! Ich muss den raushauen. Danke, Bruder. Du warst der erste Mensch, der das gesagt hat. Ich habe das noch nie gehört. Ärgster schwacher Joke, Bruder. Joke, Bruder. Aber eigentlich ist es urgut für dich, also. Es ist eigentlich der Körper ist ja clean, Mann. Bitte? Dein Körper ist ja clean. Bro. Machst du Sport? Ich hoffe es. 100 Jahre alt, Mann. Sport, Bro, ich hab's mir vorgenommen dieses Jahr. Mach dass ich mit Gym durchziehe, ist das. Geh mal Sport. Das ist sehr gut. Plug für Gym, Alter. Bro, ihn. Du bist, du bist Kameramann, du machst mit denen ärgste Kooperation. Ja, ey. Aber wie ist eigentlich so, klein mal Homes, please. Ding, wenn du jetzt so auch so in den Laden kommst, dir gefallen, fragst du da, hey, können wir kooperieren oder? Gar nicht. Fotografen. Manchmal, nein, was das manchmal? So, wenn es darauf, Bro, bin ich behindert. Wenn es dazu kommt, dann halt nur über Empfehlungen. Zum Beispiel, wenn ich für irgendein Gastrolokal Fotos gemacht habe, der sagt dann, hey, ein Kollege von mir hat auch ein Restaurant, ich schicke ihm dein Insta weiter. Und so werde ich dann halt immer connected. Okay. Ja. Ja, sehr gut. Aber irgendwas wollte ich gerade sagen. Irgendwas wegen Alkohol. Es gibt halt viele Leute, die fragen mich, Bro, wie schaffst du es, im Club zu fotografieren und dabei nüchtern zu sein? Viele checken das nicht. Ja, Bro, du arbeitest. Ja, Bro, und du brauchst halt keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Und das, wenn du dann trinkst, dann macht das ja Maya, weil du musst ja Fotos machen. Und er macht Selfies, Bruder. Weißt du noch, das eine Selfie von uns? Ja. Das ist schon krank. Das ist mein Profilbild. Ich weiß. Schon sex. Aber es ist stark gezwungen, Leute. Ich glaub, da war ich tot, Mann. Aber das ist ehrlich crazy. Aber dann, ja, wie gesagt, es ist auch Ding, ein bisschen, dir fällt es auch ein bisschen leichter hin, weil du es noch nie, halt leicht, es ist trotzdem schwer, weißt du, weil, trotzdem verzichten, aber du hattest es halt auch noch nie, deshalb ist es, eben, das fehlt mir auch gar nicht. Genau. Ja, deshalb schau, dass du es auch nie anfasst, Bruder. Ohne Spaß. Lass es, Bruder. Aber ich habe zweimal in meinem Leben unabsichtlich Fleisch gegessen. Einmal beim Kindergarten. Unabsichtlich. Da haben wir. S.A. Ferkel. Hör zu, einmal beim Kindergarten, da hat irgendwie meine Kindergartentante irgendeinen Fehler gemacht, sie hat es nicht beachtet. Und das letzte Mal war vor 2 Jahren in der Türkei. Da war so eine Pizza und ich dachte, da wären so Champignons drauf. Ich esse diese Pizza und ich merke, es ist urschwer zu kauen, Bruder, da war einfach Thunfisch oben. Aber hat es geschmeckt, oder? Nein, ich habe es direkt rausgeschmissen. Ist doch kein Fisch. Ja, direkt ja. Oh. Der Fisch ist ja auch Vegetarier, Fleisch. Bruder, ist kein Vegetarier, Bruder. Vegetarier ist kein Fleisch, aber kein Fisch. Der Fisch ist ja auch Fleisch. Oder? Was sonst, Bruder? Ja? Gemüse oder was? Na, aber seht ihr Fisch als Fleisch, oder? Ja, ich sehe es schon. Ja. Fisch ist Fleisch. Ja. Aber für dich nicht, oder wie? Na, Fisch ist Fisch. Also. Was? Beide leben, Bruder. Ja, Fisch ist gelebt. Ja. Na, Fleisch ist anders von der Konsistenz. Fleisch. Keine Ahnung, ich esse einfach. Bruder, du frisst dir alles, Mann. Außer Schwein. Außer Schwein. Alles getrennt. Hast du schon mal unabsichtlich Schweinefleisch gegessen? Walla, nein. Noch nie Schwein angefasst. Ich mal im Kindergarten. Oder mir ist schon ein paar Mal passiert. Echt? Ein paar Mal. Aber warte, hast du es dann gegessen oder ausgespuckt? Na, sobald ich wusste, habe ich aufgehört. So. Aber okay. Was ich schon aber hast du schon mal geschluckt? War schon mal drin? Ja, sicher. No. Oder, aber Volksschule, zum Beispiel Volksschule, habe ich ganze Portion Spaghetti Bolognese gegessen. Kannst du dich noch erinnern an den Geschmack? Na, aber es war geil so. War geil, gell? aber Ding. Enttäuscht. Ich war ein Kind, weißt du, so wie du gesagt hast, im Kindergarten, deine Kindergartentante hat das gegeben. Was na, gibt's nicht. Ja, gibt's. Ja. Seitdem hat man sich gebasert, weißt du. Ja. Ferkel. Schwein. Essig. Na, keine Ahnung, ich darf so Schwein essen, aber ich fühl's auch nicht so, Mann. Echt? Ich finde das Schwein ein bisschen, halt das Fleisch ein bisschen ekelhaft. Ja, ich hab's halt von vielen gehört, dass... viel zu fettig und sowas. Ja, dass es nicht schmeckt. Schwein. Magst du nicht Bacon? Ja. Bacon mag ich gar nicht. Ich sehe, na, Mann, Schwein ärgert nicht. Hast du probiert oder was?
Na, wenn ich anschaue, ich denke so, na. Kennst du das so? Wenn du das Tier siehst, meinst du? Wenn ich so Leberkäse sehe, gell, ich muss kotzen. Ehrlich? Leberkäse ist Ork. Das ist aber, dieser Geruch ist räudig, Bruder. Bei Wiener Plus gibt es eh nur Leberkäse. Das ist verrückt. Ich kann das nicht essen wegen Leberkäse, Bruder. Ich habe so einen Schaden. Wenn ich mir das anschaue, Bruder, schaut urräudig aus. Aber Leberkäse ist doch vom Pferd, oder nicht? Ja, ursprünglich. Es gibt Pferdeleberkäse. Weiß nicht. Es gibt Pferd, Schwein und Huhn, oder? Ja, das Leberkäse ist einfach Pferd ist so Fleisch, was zusammengepresst wird. Also, da gibt es keine Pferdeschwein. Oha. Leberkäse, Bruder. Das ist wie Wurst, Leberkäse, alles das Gleiche, Bruder. Das ist alles. Gibt's keinen Unterschied. So wie Chicken Nuggets, Mann. Chicken Nuggets ist auch. Habt ihr eigentlich schon mal diese Veggie-Produkte probiert vom Burger King? Aber ich check das nicht. Die verkaufen McChicken und schreiben dazu Veggie. Ja, ja. Das ist halt so plant-based. Also, ja, aber alles? Was heißt das plant-based? Ja, es ist plant-based heißt ja, das trotzdem. Das ist kein Fleisch dabei. Das ist kein Fleisch. Nein, komplett auf. Es wird, keine Ahnung, Soja oder so hergestellt. Das heißt, McChicken ist einfach vegan, oder was? Genau. Und ich habe das halt oft gekauft und ich habe halt meine Kollegen probieren lassen und die haben alle gemeint, Bro, es schmeckt eins zu eins wie Fleisch. Seitdem habe ich Angst, dass da wirklich Fleisch drin ist, Bruder. Das ja, ist nur vom Markt als vegan. Schmeckt's, ja. Drückt man da nichts drauf? Und dann kannst, es ist so von alleine Veggie und dann kannst du entscheiden, ob du doch Fleisch haben willst, oder? Genau, ja. Ich gehe dann immer auf doch Fleisch. Aber ich hab von Mekia mal diesen plant-based Burger probiert. Mhm. Und, ja, was sagst du? Schmeckt es wie Fleisch, oder? Ja, aber das war kein Ding, Alter. Das war ja irgendwelche Bohnen und so weiter. Das ist doch ein Kartoffelpuffer. Was redest du jetzt? Kartoffelpuffer. Nein, Mann, das ist dieses Ding. Das hast du ihn doch auch gegessen? Oder? Nein, Elias hat ihn gegessen, weil der Käse drin war. Elias war das, aber auf jeden Fall, der schmeckt eigentlich eh ähnlich wie Fleisch. Ja. Man merkt schon, es ist kein Fleisch, weißt du, aber schmeckt ähnlich. Also wenn ich sie jetzt geben würde und du wüsstest nicht, was ob sie mit Fleisch ist. Ich würde mir denken, es ist ein bisschen ein komisches Fleisch, ich glaube, das ist so ein Tag alt. Was willst du denn geben? Bro, den Burger. Dreckig. Ich dachte noch. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass es urtrocken ist im Vergleich zu normalem Fleisch. Ja, das auch. Das ist ja kein Fett. Nee, gehst du. Solltest du mal probieren. Aber ich glaube, im Burger merkt man es nicht, weil da ist ja Soße und so alles. Das macht das Ganze. Ja, diese Geschmack geht weg von der Soße. Soße dann. Vielleicht sollte ich mal probieren. Ne? Naja. Eher nicht. Nein, Spaß. No. Aber allgemein, ich finde, man isst viel zu viel Fleisch. Eigentlich sollte Fleisch mehr so auf Luxus sein und nicht auf jeden Tag, auf Daily Base, man. Ja, aber was willst du sonst essen, Alter? Ja, Bruder, du tust, als würdest du nur Fleisch geben. Wovon ernährt der Mann? Ich schwör. Nein. Was isst du eigentlich? Reis? Sicher. Ja, Reis. Aber es gibt halt viel mehr, Bro. Leute denken, es gibt nur Fleisch. Ja, Bohnen. Reisbohnen. Nein, ich weiß, es gibt wirklich Nudeln. Sehr viel Auswahl heutzutage. Isst du Eier? Vor allem Eier ist ja auch, ja. Okay. In der indischen Küche. Was isst du? Bro, ich sag nichts. Nein, in der indischen Küche, es gibt sehr viele Gerichte, die halt kein Fleisch beinhalten. Weißt du was? Chicken Masala. Ja, habe ich noch nie gegessen. Er sagt kein Fleisch. Chicken Masala ist besser. Von Angan, beste Restaurant. Wenn du drei Sachen bestellst, kriegst du eine Mango-Dings dazu. Mango Lassi, ja. Boah, ist krank. Krank, ja. Im Sommer, es gibt kein geiler Drink. Sag dir, ich bin... Hast du in der? Ich bin schön. Bist du eigentlich oft in Indien? Normalerweise bin ich alle 4-5 Jahre in Indien. Aber das letzte Mal, dass ich dort war, war 2016. Andere Welt, wegen Corona und so weiter. Ja. Bro, dort ist einfach Leben, Mann. Ja. Ist richtig geil. Alles kostet du wenig. Du chillst dein Leben, du hast deine Freunde. Die Leute sind auch viel lockerer, gell? Die sind auch nicht viel angespannt. So, ja. Aber es gibt keinen Druck. Könntest du dort leben wirklich so? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich älter bin, mit meiner aber Familie. Jetzt. Jetzt so? Da geht nichts ab. Er muss Business machen, Bro. Jetzt, Bro, na. Da geht nichts ab, so, oder? Ich glaube, in den Hauptstädten schon. Ja. Bollywood. Ja. Ja, die sind ja riesig. Aber Bollywood, oder? Derzeit gerade nicht. Oder Bollywood. Ich glaube, es geht so nichts Spannendes ab, was mich wirklich interessiert, so fashionmäßig oder ja, so. Ja, halt so einfach dieses Day-to-Day-Life ist wahrscheinlich ist nicht das Gleiche. Mehr. Ja, ich glaube, fix nicht. Das ist interesting. Ich habe noch eine Fotografenfrage. Bitte. Hast du irgend so ein Traumziel fotografmäßig, was du erreichen willst? Oder irgend so eine bestimmte Person, mit der du unbedingt arbeiten willst? Das ist eine sehr gute Frage. Also, als ich begonnen habe mit der Foto... Er ist eh mein Idol. Egal, was du sagst. Als ich begonnen habe mit der Fotografie, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt irgendwelche Ziele mal setzen. Und ich habe halt sehr viel Musik gehört zu der Zeit. Ich höre immer noch sehr viel Musik. Und die zwei Künstler, die ich zu der Zeit sehr viel gehört habe, waren halt Jamule und Shindy. Ich habe die von der Musik her und vom Style her extrem gefühlt. Und ich habe mir gedacht, es wäre richtig geil, wenn ich die zweimal shooten könnte. Und jetzt
Bro, einen von beiden habe ich schon zweimal geshootet. Also was? Mit Jamule habe ich schon zweimal geshootet. Das ist krank. Wahrscheinlich schon ein bisschen schwereres Ziel, Mann. Schon ein bisschen schwerer. Der Typ ist schon ein bisschen auf unerreichbar. Er ist undercover, also. Ja, ja. Schon aber er lebt jetzt in München, oder was? Ist keine nicht Ahnung. So weit weg. Schauen wir mal. Ich kenne seine Adresse. Bei irgendeinem Konzert, vielleicht lässt sich ja mal was klären. Ja, sicher. In Wien oder so. Ja, genau. Wenn weil Jamule ging ja auch easy. Wenn ihn sein Label schon wieder auf die Straße lässt, man geschieht. Ehrlich, Bruder, der Arme wieder eingesperrt. Aber gibt es noch was Größeres, so ein Amerika-Ding, so wirklich groß, groß? So? Also vorerst ist das mal mein Ziel, dass ich noch Shindy shoote. In Amerika gibt es zu viele, glaube ich, oder? Ja, da gibt viel zu viele. Du musst sie mal hier... Du musst aber mal schau, warte, ich bin auch so ein Mensch, ich rede nicht gerne so über meine Ziele. Ja, ja, so über diese ganzen großen Ziele. Weil dann gibt es Leute, die reden deine Ziele schlecht, ist das. Ich erzähle erst drüber, wenn ich das erreicht habe. So. Das ist besser, Mann. Ja. Hast du Kontakt mit anderen Fotografen noch, die so größer sind? Größer? Was heißt größer? Wer ist größer als Beispiel, wer? Dieser Pascal. Dieser Pascal. Von 187, dieser, oder? Heißt der Pascal? Nein. Zu solchen Fotografen habe ich keinen Kontakt, nein. Zu solchen Fotos, was soll das heißen? Ja, größer halt. Ach so. Oha. Ach, der sieht so auf ihn herab. So. Nein. Willst du auch Fotografie in diese Kunstrichtung gehen? So mit Ausstellungen und so weiter? Das wäre schon krass. So richtig so Kunst. Ja. Wie Kunst? Ja, es gibt hier so Ausstellungen, das sind so... Meinst du eher so, wo man so Städte fotografiert, so schöne Sachen? Ja, sowas, was im Museum oder ausgestellt wird, so von Leuten, die extra ausschauen oder so. Mhm. Komische, weiß nicht. Ich glaube, sowas wäre mir zu extravagant. So extra Shootings, wo man extra so richtig Shooting, was extra machen müsste. Ich glaube, da hätte ich auch so einen gewissen Druck. Und dieser Druck könnte mir zu viel werden, glaube ich. Vielleicht in der Zukunft, weißt du? Weil manche stellen dann so aus, verkaufen für urviel diese Bilder. Aber ich wollte auch nie Hochzeiten fotografieren, ich wollte nur in der Street-Richtung bleiben. Und hat sich einfach zum Beispiel, ergeben. Stell dir vor, du gehst mal nach Amerika hin, nach L.A. und dann gehst du in die Hood und fotografierst so die Leute, weißt du? Ja, das könnte auch man, geil. Das könnte man so Kunst, in diese Kunstrichtung. Weil das hat ja dieser Pascal auch gemacht. Zum Beispiel, so ein Buch, eigenes Buch, sowas. Das habe ich tatsächlich auch vor. Das ist ja in Richtung Kunst. Ja. Das findest du auch schon in Richtung Kunst? Wenn man so sein eigenes Buch macht, wo das alles so... Wo man so die coolsten Fotos und so weiter Kunst reinpackt. Ist ja Ansicht... Kunst ist auch so Ansichtssache. Wenn das ein Buch schon ist mit Fotos, ist das schon eine Art von Kunst, finde ich. Stimmt, ja. Weil dann kann man das auch theoretisch ausstellen. So. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, dass ich so ein Buch mache und einfach nur so für Friends and Family. Einfach nur so klein. Was für ein Buch? Einfach nur so ein Buch, wo von ich die... OnlyFans-Frauen. Du wärst der erste Käufer. Bro, der 10 gekauft, Bruder. Zehn mal vorbestellt. Ich bin da, dass du Frauen gesagt hast. Ohne Spaß. Ich werde dir in ein falsches Licht gestellt, habe ich das Gefühl. Ja. Einfach nur so ein Buch, Toni, wo ich die coolsten Fotos reingebe mit einer kurzen... Beschreibung oder kurzen Hintergrundstory dazu. Das wäre nice. So ein Jahr mäßig cool. So. Ja, genau. Von allen Konzerten. Was so kostet das? Genau. Schauen wir mal. Für dich gratis, Toni. Für dich gratis, Bro. Nein, ich kauf's, weil ich bin Support. So mach Story, Bro. Ja, hallo, kauft alle dieses Buch krank. Beste Fotos in ihm. Was? Ich liebe ihn. Na, du hast es drauf. Dankeschön, Bruder. Ja, danke. Das sollte hier was als unser erster Gast. Ich danke euch. Du bist unser erster Gast. Ehrlich, du bist wirklich unser erster Gast. Jetzt müssen wir das feiern, Mann. Special Guest. Unser erster Gast. Und ein schöner Gast. Ja, auf jeden Fall danke, dass du da warst. Checkt alle Abileitos auf jeden Fall. Abileit, alle Abileit. Ehrlich, kranke Fotos. Alle Abileit checken. Wenn ihr Aufträge habt, schreibt ihn. Wir bekommen Vermittlerprovision, ein Spaß. Ab heute drückt ab, 20%. 20%. Machen wir Strada. 50%. Und das Strada, ich bin gut, Sozialstunden eigentlich. Aber nur, wenn ihr hübsch seid, Bruder, sonst meldet euch gar nicht, Bruder, unnötig. Das meld dich nicht. Das wird ausgeschnitten. Danke euch, Jungs. Danke, für den danke. Coolen Podcast, hat wirklich Spaß. Wir danken. Wir danken. Danke. Danke. Passt. Alle bitte folgen, supporten. Folgt auf Insta.